Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und die Bolzeniel, die steht ja im Moment noch etwas unsicher da, denn wenn wir sehen, hier mitten am Rand der Klippe, wir haben uns hier hinbegeben, um nicht angegriffen zu werden, weil wir ja in der letzten Folge hier in Ba'aroth ja den einen oder anderen Ork zerledert haben. Wir haben ja eine neue Aufgabe, das ist eigentlich eine, die wir schon erfüllt haben, wir werden sie aber trotzdem annehmen, weil wir hier noch das eine oder andere zu tun haben, werden wir die sehr wahrscheinlich schaffen. Deswegen fangen wir gleich mal an. Ja, Orki, Oinki, mein Schweinchen ist auch mit dabei. So, holen wir uns gleich mal die Aufgabe. Umso schneller geht's nämlich, denn wir müssen noch, ich weiß gar nicht, was war denn das hier? Schwere luxuriöse Truhen, genau, die muss man sammeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Das mache ich jetzt. Nee, wir mussten noch irgendwelche Sachen kaputt machen und irgendwas einsammeln. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das alles war. Ich muss es zugeben. Ich sehe es, sobald ich sehe. Siehst du? So, wir nehmen erstmal ein bisschen Platterbse mit, denn die schadet auch nicht. Fiolen mit irgendwas. So. Kann natürlich auch sein, dass wir hier gar nichts mehr finden und das gar nicht mehr da ist. Aber ich glaube eigentlich auch nicht dran, weil ich glaube, das war schon alles in Ba'aroth. Das hätte ich mich ja nicht hierher gestellt. Ich bin ja nicht blöd. So. Aber man muss halt erstmal hinkommen. Wie gesagt, nebenbei klumpen. Machen wir hier noch ein bisschen was tot. So. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwas nebenbei mitgemacht. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, was. Wir müssen Schädelhaufen, genau, Schädelhaufen waren es zerstören und Ork-Äxte. Ja, ich erinnere mich wieder. Hätte ich vielleicht vorher mal recherchieren sollen. Bevor ich mich hier so peinlich anpeinliche. So, naja. So. Wir haben 6 Ork-Ostlinge. Da ist eine Schlüsselblume, die brauche ich nicht. Ich gucke nach diesen blöden Dingens. Weil die waren irgendwie ja nicht so richtig zu finden. Am Ende wäre es halt wirklich so, dass die nicht nur hier in dem Ba'aroth zu finden sind, sondern doch irgendwo anders. Ist natürlich möglich. Ich sollte vielleicht auch mal was essen. Machen wir gleich, wenn wir den hier fertig haben. Ist natürlich möglich, aber naja, wir wissen ja. Möglich ist alles. Aber wahrscheinlich ist es, dass es alles hier ist. So ist es. So. So. Erstmal ordentlich vollfuttern. Weil was können, weißt du was, ich lege auch einfach mal hier Schriftwalten der uralten Kampfkunde und Schutzkunde auf. Einfach weil die Dinger mal weg müssen. Gegenstand Stufe 40. Ne, die haben effektiv auf Level 109, naja, moralischen Wert. So. Plump. Um. Und kladum. So. Gehen wir hier hoch. Ich glaube, oben waren wir ja auch schon. Das ist ja das Problem. Deswegen, aber guck mal, da ist nee, Rittersporn. Da ist nur Rittersporn. Grüße an den Witcher. So. Nehmen wir mal mit. Tipp. Ist auch nicht das, was wir brauchen, aber die luxuriöse Truhe. Ich gehe mal hier hinten rein. Ich weiß nicht, ob ich da schon drin war. Vielleicht finde ich da ja ein paar Schädelhaufen oder sowas in der Art. Vielleicht komme ich auch hierher. Vielleicht war ich auch gar nicht hier oben. Eine Ork-Axt. Ich war hier definitiv noch nicht. Sehr schön. Damit hätten wir die 5. von 8. Und jetzt haben wir hier Spaß. Ja. Ja. So, der Hauptmann ist down. Und der andere Zeug hat es auch erledigt. Können wir noch ein bisschen Rittersporn? Da hinten habe ich noch eine Truhe gesehen. Ich gucke trotzdem mal dann gleich in die andere Richtung. Weil irgendwo müssen wir das ganze Gemüse ja finden. Schädelhaufen. Ork-Axt. Sehr schön. Noch ein Schädelhaufen. Noch schöner. Mal um. Dankeschön. So, nehmen wir mit. Haben wir mitgenommen. 4 von 8. 5 von 8. Auch da sind wir mittlerweile so weit wie die Ork-Äxte. Sehr schön. Hier steckt noch eine draußen im Baum. Sonst sehe ich hier jetzt gerade nichts. Also gehen wir wieder rein und gucken mal, ob wir rückwärts was finden. Da ist nur Schlüsselblume und Ork-Axt. Oh, draußen gibt es die auch. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit draußen. Das gehört ja alles noch zur Festung effektiv dazu. Aber ich gehe mal davon aus, dass die einfach, weil die so versteckt sind, durchaus auch hier und da öfters mal zu finden sind. Oh. Bist du schon wieder da oder habe ich dich nur nicht getötet? In beiden Fällen holen wir es nach. Die Ork-Axt kann ich nicht, weil ist ja schon.
Kann natürlich auch sein, dass die nach einer Weile respawnen und ich wieder einsammeln kann. Die Möglichkeit besteht durchaus auch. Aber die hier kann ich nicht und die hatte ich ja definitiv nicht diese Folge eingesammelt, sondern irgendwann in der letzten. Bedeutet, ja, kann ich nicht. Okay. Luxuriöse Truhe, die kann ich allerdings. Sorry Leute, da muss ich hin. Was du hast, hast du, ne? Ja, Big Schlag, meins. So, gehen wir mal hoch und schauen mal, ob wir hier oben noch ein paar Schädelhäufen finden, wie die, die wir hier finden. Dabei. Ja. So, noch der Hauptmann. So, damit hätten wir die Aufgabe auch schon wieder abgeschlossen. Schöne Sache. Da läuft noch ein Hauptmann rum. Kann ich noch schnell... Lass mich noch schnell... Danke. Jetzt. Also. Haben wir. 6 von 8, 7 von 8 fehlt nur noch ein Haufen Schädel. Und dann... haben wir. Und dann, ja, hier noch ein oder zwei Äxte. Ups, jetzt bin ich hier runtergehupft. Das wollte ich gar nicht, denn hier unten war ich, glaube ich, schon. Ja. Jetzt kann ich den Typen auch ausweichen, wenn es möglich ist. Denn hier oben sind keine. Ah, diese blöden Festungen sind immer ein bisschen schwierig zu entdecken und verdecken. Weil, wegen ist so. So, ich guck mal hier um die Ecke. Da ist eine luxuriöse Truhe, nehme ich mit. Guck mal, der Berserker da hält seine Morgenräte. Schachtelhalm. Naja, komm. War hier hinten was? Schachtelhalm. Nehme ich dich mit. Hier hinten Mordo-Angreifer. Nee, das ist nicht das, was ich will. Ich nehme den ganzen Gemüse jetzt mit, weil ich weiß nicht, ob ich es brauche. Schädelhaufen! Ork-Axt! Schön! Sogar zwei Ork-Axt, das müsste dann auch reichen. Und damit hätten wir dann alles. Sehr schön. So. Komm, du kleiner Angreifer. Ich greife dich mal an, damit du ausgegriffen bist. So, eine Ork-Axt. Zwei Ork-Äxte. Willst du mich verarschen? Mist. Der Baum gilt als eine. Ah, die da oben ist bestimmt noch eine, oder? Ich probier's mal. Hallo. Tut mir leid, Hirsch. Ich wollte die eigentlich gar nicht. Ich lass den Hirsch mal machen. Mach ja mal die scheiß Bogengriffen. Mit deinen scheiß Giften. Noch eine. Ja. Okay, jetzt haben wir das. So. Die Frage ist, hat sich's gelohnt? Nee, hat's nicht. Hab ich das schon alle? Kann natürlich auch sein. Deswegen war's alle, weil ich 7 von 8 hatte. Ja, na toll. Schön. Haben wir. Das heißt, wir müssen nur noch dahin patrouillieren und dahin patrouillieren und dahin patrouillieren und dahin zurückgehen. Ui. Okay. Also, wir gehen erst einmal dahin. Wo wir anorisches Garn finden. Hallo? Schlüsselblume. Okay, okay, okay. Ja, finsterer Schatten. Von wo weiß ich nicht. Okay, ist okay. Wir gehen wieder in die Richtung. Ich hoffe, es geht hier auch halbwegs runter. Dann gehe ich erstmal nochmal nach Osgiliath zurück. Denn in Osgiliath müssen wir auch noch was abgeben. Dann ja, werden wir das auch tun. Beziehungsweise machen erstmal die Mini-Erkundung da. Ihr wisst schon. So, nebenbei mal ein Stück Kaffee. Ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht. Ja, Leute, ich achte auf den Weg. Keine Sorge. Meistens zumindest. So, und naja, wir sind ja fast unten. Könnte jetzt nur noch sein, dass es noch tiefer runter geht, so wie es gerade aussieht. Nun gut, wir werden sehen. Vielleicht finden wir da auch einen Weg. Schöne Ecke hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Hier würde ich mein Haus bauen, wenn nicht Mordor direkt nebenan wäre. Ah, Nachbarn sind wichtig. Ja, warte mal, hier können wir eigentlich rutschen. Ja. Überleben wir. So, dann gehen wir hier hin, müssen doch einmal... Ziehroste sammeln. Eine Zistrose, oh, Entschuldigung. Zistrose, sammle ich mal. Einfach, weil wir die vielleicht noch nicht hatten. Was ist das denn? Okay, vielleicht müssen wir hier unten mal eingreifen.
Ja, wir müssen definitiv hier unten eingreifen. Ey, Leute, was auch immer ihr hier vorhabt, ne? Hallo? Achso, ihr seid Menschlinge? Ja, vielleicht. Keine Ahnung, aber noch... Ich lasse euch mal noch in Ruhe. Das kann aber sein, dass ich nachher wiederkomme und dann euch alle tot mache, ne? Ich wollte es nur sagen. Also, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ihr seid mir zu verdächtig. Ja. So, wir müssen wieder hoch. Weil wir ja wieder Richtung Osgiliath erstmal müssen. Wie gesagt, wir geben schnell die Quest ab. Und dann sehen wir weiter. Wobei, bin ich noch in Osgiliath gebunden? Osgiliath, ja, komm. Machen wir es auf die schnelle Art. Wir stehen zwar relativ direkt davor, aber, ach komm, was kostet die Welt? So. Einmal zurück. Da hinten. Eiferbübscht. Na gut, dann müssen wir halt nochmal hinter in die hohen Archive oder bei den hohen Archiven was gucken. Zählt nix, Leute. Was da hast, hast du. Und wir wissen ja, wir nehmen an mit, was möglich ist. So, hier haben wir jede Menge Gemüse. Das muss ich irgendwann mal einsammeln. Mal schauen, wie viel ich wegkriege. Nicht genug Platz. Ja, sieht gut aus. Der Beutel, der Handwerksbeutel, der macht schon viel aus, muss man echt sagen. Das war eine Investition in die Zukunft. So. Hier ist eine kleine Brücke über die große Brücke. Ja. Die nehmen wir selbstverständlich mit. Ich glaube, im alten Osgiliath, was noch angegriffen hatte, war die noch ganz, die Brücke. Die große Brücke war noch ganz, als die Orks hier geherrscht haben, aber die werden wahrscheinlich, um uns den Vormarsch zu erschweren, die Brücke gesprengt haben, nachdem sie sich zurückgezogen haben. Klingt logisch. So, hier ist effektiv eine luxuriöse Truhe, die nehmen wir mit. Hallo, wenn ich rankomme. So. Hallo. Jetzt, dankeschön. So, die nehmen wir wie gesagt mit und dann gehen wir bei den hohen Archiven mal gucken, was da unten noch auf uns wartet. So. Ah, ihr seid's. Eladan und Elo hier. Was macht denn ihr hier? Ja, ich spreche mit euch. Ihr könnt selber, ich lasse es ganz kurz offen, lesen. Aber ich muss jetzt noch Blutspur folgen. Okay. Mhm. Das Blut führt mich zu einer luxuriösen Truhe. Weiß nicht, ob ich alles anklicken muss, deswegen mache ich es mal. Er bewegt sich sehr schnell, ist aber verwundet. Okay. So. Nehmen wir mit. Kann sein, dass man das nicht anklicken muss. Vielleicht triggert das aber genau deshalb Dingens. Und deswegen machen wir das sicherheitshalber. So ist es. So. Ist er immer noch verwundet? Naja. Aber er bewegt sich schnell. Schön. Also, nicht so schön. So. So, schneller verwundeter Troll. Oh, hier lang. Aha. Da hinten ist Blut. Ich gehe mal hier drüber. Vielleicht klicke ich das mal nicht an, sondern folge nur dem Weg. Und ja, die Truhe lasse ich auch links liegen. Ich habe sie gesehen. Die hier nicht, weil die relativ frei steht. So, und dann gucken wir weiter. Leute, das wird schon. Wir finden den schon. Ich glaube, ich muss es nicht anklicken, wie es aussieht. Denn es leuchtet ja immer weiter. Nur die Frage ist, wohin jetzt? Fressende Ratte. Kein Troll hier. Vielleicht klicke ich es doch mal an. Hallo? Viel Ansehen. Aha. Nee, er bewegt sich immer noch sehr schnell. Verdammt. Also entweder ist er hier irgendwo, was nicht sehr trollig aussieht, oder aber er ist hier hinten lang, weil woanders geht es ja gar nicht lang. Ja, Blut, sehr schön. Oh, Holztruhe, noch schöner. Absetzen, nicht so schön. So, wir nehmen trotzdem alles mit, steigen wieder aufs Hottehü und weiter geht's. So, hier dürfte noch irgendwo eine luxuriöse Truhe sein. Ich kann im Notfall auch nach dem Kompass gehen, sehe ich gerade. Werde ich tun. Ich tue mal nach dem Kompass gehen. So.
Luxuriöse Truhe. Vorrede. Was? Hatte ich das nicht alles schon kaputt gemacht? Ja, naja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. So. Nehmen wir mit. Und gehen mal den Hügel rauf. Und gehen den Hügel wieder runter. Weil ich glaube, ich habe die Spur halbwegs verloren. Weil kein Blut mehr da ist. So sieht's aus. Geh mal ganz kurz ein bisschen zurück, um zu gucken, wo die Blutspur wieder ist. Vielleicht kann man eben doch nicht danach gehen. Jetzt sehe ich keine Blutspuren. Da doch. Blut. Blut. Okay. Führt halt in die Richtung. Nee, führt hier hoch. Okay. Hätten sie mal um die Kurve machen können. Ja, ja. So, dann wird er wohl hier hinten in der Ecke sitzen. Blut. Ja. Rein in den Palast. Und ran an den Ork. Troll. Hallo? Jemand da? Ah, hier lang. Trolli. Put, put, put. Hier gibt's lecker Menschenfleisch. Ihr hört den Troll direkt vor euch. Ah, da ist er ja. Hallo, Trolli. Trolli, Trolli, Troll, Troll. So, na dann fangen wir mal an. Mal gucken, wie es wird. Bestimmt lustig. So, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das und einmal das. Ja. Tschüss, Troll. So, Gordogar wurde bezwungen. Sehr schön. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zu Eladan und Elodie hier zurück und dann hätten wir das auch. Wunderbar. So, Tür auf. Jetzt sind hier raus. Heute Hü an. Und nein, wir müssen nicht zu Ella da und Ello hier zurück. Nein, wir müssen zurück direkt zur Quelle unseres Leidens. Also zum Vormarschgebiet. Quelle unseres Leidens. Kommst du auf so einen Scheiß? So, okay. Quere luxuriöse Truhe, die nehme ich jetzt mal noch mit. Weil ich kann. So, einmal hier. Ja, 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 ja. So, okay. Wir sind, ich muss mal ganz kurz mich orientieren. Wir reiten jetzt so quer durch. Ich will wieder über die große Brücke gehen. Das heißt, wir reiten hier so quer, mehr oder minder, über die großen Archive. Und hast du nicht gesehen, durch. Um irgendwann anzukommen. Ja, das ist der Plan. Ankommen ist immer gut. So. Den lassen wir links liegen. Na gut, war rechts liegen. Wir nehmen die Truhe noch mit, weil wir es können. Ich meine, es liegt halt auf dem Weg, ne? Es liegt alles mitten auf dem Weg und liegt halt mitten rum. Ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich einfach Loot liegen lasse. Leute! So, nein, wir wollten die luxuriöse Truhe mitnehmen. Entschuldigung, die habe ich nur gerade so gesehen. Wir wollten eigentlich über die Brücke wieder, über die große, weil... stelle ich mir als einfachsten vor, brauche ich den Weg nicht suchen. Da sind wir hergekommen. Da gehen wir wieder hin. So. Wir müssten jetzt auch auf der Hauptstraße sein. Jawohl. Sieht auch gut aus. Die große Brücke mit einer Lücke, die man konnte über Brücke. Die entzücke ich da rein kann. Zweimal Brücke drin. So. Gleich sind wir da. Wie gesagt, hätte ich gewusst, dass ich, hätte Fahrradkette. Ich bin jetzt hierher geritten und gut. So. So, wir sind auf jeden Fall da, haben nochmal in Osgiliath kurz ein bisschen aufgeräumt. Verwundeter Troll, den sollte man nicht in seinem Rücken lassen. Troller heilen sehr schnell und dann greift er uns von hinten an. Das ist nicht so günstig, deswegen ist schon richtig, dass wir das gemacht haben. So, aber erst einmal da hinten müssen wir oben abgehen. Denn für abgeben ist auch noch hier. Eladan, Ello hier, ich habe euren Troll getötet. Ja, lass mich mit dir reden. Bitte schön. Mit dir auch. Bitte schön. So, muss ich jetzt noch mit jemandem reden? Da hinten. Okay, dann gehen wir da hin und reden mit dem.
Hey, Malbung, hier, bitteschön. Seid vorsichtig, Freunde. Ja. Hier treibt das Böse sein Unwesen. Trefft euch mit Guthilm ein unvernünftiger Handel? Was? Guthilm ist draußen vor dem Tore. Da werden wir hingehen, und zwar in der nächsten Folge. Denn in dieser Folge ist schon wieder rum. Die Zeit verrennt. Ja, wie gesagt, momentan wird es halt nur eine Folge die Woche, aber wenigstens schaffe ich es diese Woche, dass ich wirklich eine Folge rausbringe. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich kann auch heute wieder nicht mehr als eine Folge aufnehmen. Ich brauche echt mal wieder ein bisschen Zeit, um mich freizustoßen, um ein bisschen voraufzunehmen, aber naja. Was zählt's meckern? Wir beenden die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.